Like a bird that wants to fly, like a star that needs the night. See it in your eyes. I follow you. Aber man muss Fruits always first. Weil Salat macht den Bizeps kaputt oder was? Was ist denn hier eigentlich los? Das ist Situation, das Haus ist abgebrannt. Und das ist eine interessante Situation. Das veranlasst ihren Verstand, damit umzugehen, statt davon überwältigt zu werden. Das ist eine interessante Situation hier. Herausforderung. Was ist denn hier eigentlich los? Weiß nicht. Auswanderung, Deutschland verlassen, ja. Möbel verkaufen. Das dritte Möbelstück, was hier kommt. Ja. Diese Hemmnis-Möbel, wenn jemand sowas hat, die gehen warm weg wie warme Semmel. Die gehen warm wie wecke Semmel. Die gehen warm wie wecke Semmel. Was wolltest du sagen? Die gehen warm wie jecke Semmel. Nichts, ich wollte glaube ich sagen, falls jemand irgendwas will. Was gibt's noch zu verkaufen? Ein richtig gutes Keyboard, Platine. Naja. Keyboard? Eine Sammlung aus einer 10-teiligen Unterwäsche. Die Unterhose von hier. Und irgendwann diese Tisch und Stühle auch, ne? Da hat schon Nikolai dran gesessen. Ne? Oh, die sind sehr viel wert. Dann das Sofa. Hier mit ganz viel Spielzeugen. Ah ja, wirklich. Und dann hier ein Laufstall. Pinocchio behalten, oder? Was? Pinocchio. Die Lampe. Die Lampe kann weg, ja. Und sollen wir gleich mal erzählen, was los ist? Ja. Komm, ich schnipp's mal und dann setzen wir uns mal ordentlich hin, okay? Ja. Ah, so, jetzt fühle ich mich schon ein bisschen wohler. Ihr seht, wir sind ein bisschen fescher. Was denn? Wir sitzen noch hier, wo wir immer sitzen. Irgendwas ist anders, oder? Fällt dir nichts auf? Nee? Fällt nichts auf. Fällt euch was auf? Der Schrank ist weg. Der Schrank ist weg. Ja, und da sind wir eigentlich schon beim eigentlichen Thema. Darum geht es nämlich heute. Warum ist der Schrank weg? Das ist ein super, super Thema für ein Video, finde ich. Also, die Videoreihe heißt eigentlich, um von vorne anzufangen, News. Was passiert bei uns? Was ist aktuell im Leben so angesagt? Und darum geht es eben, dass wir nämlich anfangen, wenn ich schon mal voll reinpreschen kann, wir fangen an, unsere Möbel zu verkaufen. Wir haben schon 3 Möbelstücke verkauft. Und jetzt fragt ihr sich, warum verkaufen die ihre Möbelstücke? Was haben die da gemacht? Und da wird euch Katrin vielleicht schon was sagen können, oder? Ja, genau. Also wir haben jetzt tatsächlich nach langer, langer Überlegungszeit unsere Wohnung gekündigt. Eigentlich bis Ende Juni, aber wir ziehen schon Anfang Juni aus und verkaufen nach und nach einfach unsere ganzen Sachen. Also jetzt erstmal über eBay Kleinanzeigen, die ganzen Möbel, und wir haben diese ganzen IKEA Hemmnis-Reihe und irgendwie gehen die sehr gut weg. Also wir haben ja schon sehr viel verkauft und dann gehe ich auf den Flohmarkt Ende April und verkaufe den ganzen Krimskrams und der Rest wird halt verschwunden. Ja, jetzt warte mal. Ja. Jetzt, okay. Wir sind ja jetzt mitten im Geschehen, aber da draußen die Leute wissen überhaupt nicht Bescheid, was los ist. Warum verkaufen wir die ganzen Möbel? Überall Bimmels. Überall Bimmels, ja, die kleinen. Soll ich das sagen? Ja, sag du. Also, wir werden Mitte Juni nach Thailand fliegen. Und haben gedacht, wenn wir die Wohnung auflösen, können wir auch alle Möbel verkaufen. Und wir haben uns entschieden, so eine Art oder einen Auszug auch aus Deutschland gleichzeitig so ein bisschen zu machen. Also nicht jetzt wirklich komplett aus Deutschland weg, aber wir wollen A nach Thailand, dann kommen wir wieder zurück, weil Katja hat noch ihre Ausbildung hier und wir wollen auch den Sommer natürlich in Deutschland verbringen und sind dann aber, sobald der Sommer vorbei ist und es wieder kalt wird und wir es nicht so gerne mögen, wenn es kalt ist. Also ich, Katrin auch nicht. Ja. Clara mag es, wenn wir dabei sind, zumindest, glaube ich. Also ihr findet es beides gut. Aber sind wir wieder weg und dann suchen wir uns so ein bisschen ein Plätzchen auf dieser Welt. Und deswegen haben wir uns entschieden, eine Wohnung ist nicht mehr wirklich notwendig mit ganz vielen Möbeln, die würden dann nur rumstehen.
Ja, genau. Also ich glaube, das, was wir eigentlich schon die letzten paar Jahre gemacht haben, wollen wir wieder aufgreifen. Und als wir gedacht haben, okay, wir kriegen jetzt ein Kind, haben wir gedacht, jetzt brauchen wir auch eine große Wohnung und müssen auf dem Land leben und brauchen ein Auto. Job und teure Mieten zahlen und alle möglichen Verträge haben und sowas. Und dann haben wir doch gemerkt, eigentlich ist es doch nicht unsere Art zu leben. Und eigentlich kann man das gerade, wenn die Kinder so ganz klein sind und sie geht ja auch ganz sicher nicht vor drei in den Kindergarten oder sonst was, yeah, und können wir eigentlich unsere Freiheit noch irgendwie gewissermaßen genießen und ja, die Zeit mit ihr auch einfach, wo sie dann am Strand nackig rumlaufen kann und sowas verbringen, anstatt hier irgendwie in der Bude zu hocken. Wobei wir heute auch, und hier ist ja richtig der Frühling eingebrochen, also wir saßen die ganze Zeit auf einer Decke im Gras und sie hat das total genossen, also. Ja. Aber so windelfrei am Strand wäre schon auch schön. Ja, also Deutschland ist jetzt nicht die mega Upturner für uns, sondern einfach, uns hat das sehr gefallen. Wir haben ja auch schon eine Südamerika- und Nordamerika-Weltreise sozusagen gemacht. Wir waren schon in Thailand und so weiter. Und das hat uns einfach sehr gefallen, da verschiedene Sachen zu sehen und natürlich auch die ganzen Früchte zu essen. Und deswegen haben wir uns entschieden, so ein bisschen teilweise auszuwandern und teilweise wieder hier zu sein. So, ja, genau. Wie wir gerade lustig sind. Das ist ein bisschen so eine Zwischenlösung. Also wir haben tatsächlich auch ein kleines Zimmer. Das heißt, ein kleines Zimmer. Wir können theoretisch auch noch mehr anmieten. Meiner sehr, sehr guten Freunde von uns, wo wir eh immer schon hinziehen wollten und irgendwie und hat es nicht so gepasst. Und wo ihr demnächst ja auch eventuell sein werdet, denn da wird das Festival stattfinden. Genau, also es ist richtig, richtig in der schönsten Natur. Es ist ein kleines Dorf mit 600 Einwohnern oder so, auf jeden Fall Mini. Ja. Sie hat Ponys und alle möglichen Tiere, Katzen. Also es ist wirklich traumhaft auch für Kinder. Einen großen Garten, wo wir jetzt auch anbauen, also ein Gewächshaus sogar reinstellen und Kräuter, Blumen, alles anbauen. Eine Jurte. Eine Jurte, also es ist wirklich so sehr für Deutschland super paradiesisch, überall Wildkräuter, also das wollen wir auf jeden Fall auch nicht missen, deswegen haben wir gesagt, eine kleine Bleibe, wo wir die nötigsten oder wertvollen Sachen auf jeden Fall unterstellen, aber jetzt nicht eine Miete von, was weiß ich, 700 Euro und dann noch ein Auto und sowas, das geben wir auch ab und ja, es wird im Prinzip gewisse Freiheiten haben, aber ich, wie gesagt, ich bin ja auch immer hier zu meiner Ausbildung und wir wollen das Festival planen und eventuell auch wieder Kurse, also wo wir ab und zu mal wieder mal hier sind, aber der Winter war mir auch definitiv viel zu lang, also viel zu kalt, viel zu wenig Sonne, viel zu wenig. Und ich glaube auch, dass das wirklich einen nicht krank macht, aber diese blühende Gesundheit, die ich damals in Thailand oder auch in Südamerika empfunden habe, die hat man hier im Winter nicht unbedingt. Egal wie gesund man ist und sich viel bewegt, so richtig irgendwie so ein bisschen fehlt doch noch was, oder? Okay. Ja, das stimmt. Also ich kann das nur unterschreiben. Ja. So, jetzt wisst ihr schon mal hier die ersten News. Wir werden ab und zu jetzt mal wieder ein Video hochladen, wo ihr weitere News von uns kriegt. Weil es steht noch einiges an. Einiges haben wir jetzt auch schon in diesem Video gesagt, aber darum geht es dann im nächsten. Ja, genau. Also, wenn du nicht noch was sagen willst, würde ich sagen. Ja, sagt uns, schreibt uns in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Kommt unerwartet oder auch nicht. Ja, und wir werden auf jeden Fall dann auch jeden Fall Videos auch machen. Also ihr könnt euch freuen über bewegte Bilder aus anderen Ländern. Ganz genau. Also, jetzt noch einen schönen Tag. Wenn ihr wollt, gebt ein Like. Wenn ihr ein Dislike geben wollt, könnt ihr auch gerne tun. Bis bald. Tschüss. Ciao. Like a bird that wants to fly. Cause